2, 3, 4. Dich und deine Schwester hast du dir tätowiert. No Future, das war gestern. Seitdem ist viel passiert. Sie heißt Andrea, ihre Haare sind blau. Ihr habt und du gibst es zwar nicht zu, aber sie ist eine Traumfrau. Aber ist das noch Punkrock? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat so den Coolness-Faktor von einem Gartentraktor, ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht. Ist das noch Punkrock? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, ich will euch nicht den Spaß verderben, aber muss es hier dafür sterben? Ist das noch Punkrock? Du machst jetzt mal ohne sie. Ihr seid so ein bisschen wie Tom Cruise in Scientology. Gefährlich, gefährlich. Lange hält das auf Dauer nicht. Ihr versteht meine Trauer nicht. Das ist wirklich bedauerlich. Ganz ehrlich, denn ist das noch Punkrock? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Punkrock? Lied in den Charts ist, solltet euch immer fragen, was würde Steve Bates sagen? Ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht.